Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Womotyp Rudis Reise. Heute mache ich mal so eine kleine Rundtour rund um Duderstadt. Und was es hier alles zu sehen gibt, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Bleibt dran! Ja, dann erstmal zur bisherigen Strecke. Ich kam oben von Skagen, Dänemark, bin dann über die Nordseeküste, Helgoland, dann einmal bis an den Oderbruch gefahren. Vom Oderbruch dann südlich an Berlin vorbei, die A2, dann bis nach Hömmelte und von dort in den Raum Göttingen-Seeburg. Und das Erste, wo ich jetzt gerade mal hingefahren bin, also das war natürlich Biene und Yogi. Den habe ich gerade noch ein bisschen Kuchen vorbeigebracht. Die sind ja am Ausbauen von ihrem LKW und hatten gerade Mittagspause gemacht, dann habe ich auch gar nicht so groß gestört, aber schnell erstmal ein bisschen Kuchen vorbeigebracht. Ja, das Video kommt dann auch noch oder ist schon, je nachdem muss ich dann gucken, werde ich hier unten verlinken zu Biene und Yogi, zu dem Ausbau. Das ist wirklich interessant, sich das Ganze anzuschauen. So, und nun bin ich hier beim Skywalk Sonnenstein und da gibt es einen ganz steilen Aufstieg rauf. Wow, mal gucken, welchen ich nehme. Zum Sonnenstein Skywalk gibt es einmal den blauen, etwa 400 Meter langen, sehr steilen Aufstieg und dann den roten, der etwas gemäßigter ist. Ich bin den blauen hochgegangen und den roten nachher wieder runter. Und dieser rote ist dann so circa 800 Meter lang, etwas länger, aber sehr gut zu gehen. Auf geht's, dann gehen wir mal den steilen Aufstieg hoch. Ich bin jetzt oben angekommen am Sonnenstein und hier ist immer das große Gipfelkreuz. Da muss ich mir genau angucken, wie hoch das hier eigentlich ist, das weiß ich gar nicht. Dann haben wir noch so eine lustige Figur stehen, so ein Zwerg, der aber ziemlich groß ist, mit einem Schuh nur. Muss ich mir auch gleich nochmal genauer angucken. Und der Hammer hier ist natürlich das Skywalk, das heißt, da ist eine, ja, da gehen wir jetzt mal gemeinsam hin, so eine Fläche, so ein Gang, so ein Weg, den man gehen kann. Und da ist dann, ach du Scheiße, da ist dann, oh, das ist doch schon gerissen, das ist schon gerissen. Hier kann man hier längs laufen. Ja gut, das muss halten. Ich habe hier einfach mal so ein bisschen Vertrauen. Ich halte mir mal ein bisschen am Geländer fest. Gott, ist das hoch hier. Guck, guck. Und es wackelt ja auch ein bisschen, wenn man hier so steht. Oh, oh. Ja, also ein Wahnsinns-Rundumblick. Ich stehe auf einer Glasscheibe drauf. Ich halte mich an der Glasscheibe auch noch mal fest. Uhu. Wunderbar hier, muss ich echt sagen. Total klasse Ausblick. Der Aufstieg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin jetzt den steilen Aufstieg zuerst gegangen und gehe nachher dann den mäßigen wieder runter. Und das ist hier wirklich ein toller Ausblick hier. Guckt euch mal diesen schönen Ausblick hier an. Ha, herrlich. Ah, Wahnsinn, das müsste jetzt hier Thüringen sein, wenn ich das genau so sehe. Da werde ich auch wieder durch Thüringen nochmal durchfahren und irgendwo mir noch eine Thüringer Bratwurst holen. Das muss ja auch noch sein. Einmal so ein Rundumblick, da fand ich meine Tasche. Und da ist das Gipfelkreuz und die einzelnen Infos hier zu diesem Berg, die gebe ich dann gleich nochmal. So, das war mal der Rundumblick und dann gucke ich mal gleich die ganzen Infos. Also hier kann man nur hoffen, dass das auch hält. Eieiei. Also hier vorne geht das ja noch, das sind so 2 Meter. Aber hier, wo ich jetzt stehe, da sind das locker mal so 10, 15, 20, 30, keine Ahnung, viele Meter, ganz viele Meter. So. Es ist einfach pustig hier und schön. So, ich gehe mal langsam jetzt wieder zurück. Ha, ist das hier herrlich. Jetzt biegt er mal da vorne ein bisschen hin. Aber pustig ist es hier. So, das Plateau hier oben auf dem Sonnenstein ist 486 Meter hoch. Da vorne über den Stein habe ich jetzt nichts rausgefunden, aber das sieht aus wie so ein alter Opferstein, weil in der Mitte auch noch so eine kleine Kuhle ist. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und hier sind dann diese blauen, das müssen ja wohl die sein. Es ist ein Kalkberg und er soll aus der letzten Eiszeit, sollen sich hier noch eben halt Pflanzen sogar erhalten haben, die in besonderen Regionen eben halt nur leben. Und die haben sich hier oben auf diesem Berg erhalten. Fand ich eigentlich auch mal ganz spannend. Und hier ist mal 1956 ist das erbaut worden, erneuert 1990, 2007. Das Gipfelkreuz, das ist sogar aus Metall, sehe ich jetzt gerade. Okay, ah ja, wird auch beleuchtet.
Da muss hier Musch drum sein. Hier sind noch so alte Fundamente von, ich schätze mal, Fernrohren, die hier oben waren. Und jetzt da unten, da sieht man dann den Hügel, der noch eine Geschichte hatte, das erzähle ich gleich. Hier stand wohl das alte Gipfelkreuz aus Holz. Und das ist auch irgendwie noch so ein Omega da vorne eingelassen hier, aber es ist wie Beton. Und hier ist es so ein Stein. In der Mitte ist da so eine Vertiefung drin. Also ich schätze, der hat einen ganz alten Hintergrund, dieser Stein. Aber leider ist darüber nichts hier zu finden. So, und hier vorne, da finden wir jetzt also dann, das ist also kein Zwerg, sondern es ist ein Riese. Und der, gibt so verschiedene Sagen, der ist hier längs gelaufen und ja, hat dann eben gemerkt, dass er dann Sand im Schuh hat. Und dann hat er seinen Schuh ausgezogen, deswegen hat er jetzt hier auch nur einen Schuh. Und dann ist da unten so ein Hügelchen zu sehen und das soll der Sand sein, der aus dem Schuh rauskam. Der Riese muss also wirklich riesig gewesen sein. Ich finde es total eine klasse Geschichte. Eine andere Sage sagt, dass dieser Hügel unten entstanden ist, weil im Himmel oben sauber gemacht wurde. Und dann, wohin mit dem Kehricht, haben die einfach dann die Tür aufgemacht oben, einfach runtergekehrt. Und das ist dann der Haufen Kehricht aus dem Himmel oben raus. Oh, spannende Geschichten, finde ich gut. Und hier ist nochmal der Riese. Dann geht es wieder zum Abstieg. Wir verlassen den Platz oben am Sonnenstein. Der Abstieg ist dann etwas leichter. Hier ist nochmal eine Bank, von der man dann zum Brocken schauen kann. Ein wunderbarer Ausblick da oben. Wir gehen runter zum Parkplatz und ich fahre mit euch dann weiter bis zum nächsten Ziel. Das ist dann gar nicht so weit und da will ich dann euch mal zeigen, was das hier ist. Die letzten Meter zum nächsten Ziel, die mache ich mal hier im Schnelldurchlauf, damit ihr mal sehen könnt, wie dann die Landschaft drumherum so ungefähr aussieht und wie man da hinkommt. Also schaut euch das mal an, wo wir jetzt hier gleich ankommen. Ich packe hier mal rechts auf den Parkplatz ein und muss dann noch ein paar Meter dann zu Fuß gehen. Und dann sind wir auch schon da. Hallo ihr Lieben. Ja, nun bin ich angekommen am Mittelpunkt Deutschlands in Niederdorla. Es gibt hier eine ganze Menge zu sehen. Und zwar einmal hier diesen Stein Niederdorla, Mittelpunkt Deutschlands. Dann gibt es hier noch einen Stein, der ist gespendet worden oder gesetzt worden von der Stadt Herbstein im Vogelbergskreis, ehemaliger physikalischer Mittelpunkt der Bundesrepublik Deutschland 1992. Ich packe das mal so dahin, könnt ihr das so sehen vielleicht eventuell. Sonst blende ich das mal ein. Und dann ist da drüben noch ein Stein. Ich gehe jetzt mit euch mal hin. Also hier ist wieder der Mittelpunkt Deutschlands. Und dann haben wir hier, steht noch eine Bierflasche, die ist aber nicht von mir. Mittelpunkt Deutschlands, Niederdorla. Nochmal so ein hübscher Stein hier. Und da steht auch, hat jemand so eine Bierflasche stehen lassen. So, ein Trecker kommt vorbei. Hier ist wieder so ein großer Stein. Ja, ich habe mal das Glück, wenn ich gerade ein Video aufnehme, dass dann irgendwie Flugzeug startet, Trecker vorbeifährt, Notarztwagen, irgendwas ist da immer irgendwie. Da vorne ist übrigens noch das Opfermoor, ein ganz tolles, idyllisches Moor. Kann man machen. So, und jetzt gibt es gleich dann noch einen Punkt, wo ich hinfahre. Es sieht noch einigermaßen, ja, es ist windig, aber noch trocken. Eben habe ich ein paar Regentropfen abbekommen. Jetzt bin ich hier nochmal am Opfermoor in Niederdorla. Ich flog mir gerade so ein Insekt ins Gesicht. Hier hat man ganz alte Dinge gefunden und die super gut erhalten geblieben sind, weil die nämlich auch so aus Holz war und dieses Torf. Der Torf hat das eben halt super gut erhalten und da wo man nun gebuddelt hat und gegraben hat, da ist jetzt hier dieser See entstanden und der ist so wunderschön. Also schaut euch mal diesen tollen See hier an. Hier vorne sind jetzt natürlich ein bisschen Algen jetzt irgendwo und hier sind auch einige Dinge auch zu sehen, aber dafür müsste man jetzt sich wieder eine Eintrittskarte holen und das will ich jetzt gar nicht, sondern ich fahre gleich zum nächsten Punkt weiter und das wird dann nochmal spannend werden. Ich starte vom Mittelpunkt, um dann mit euch zusammen zum nächsten Mittelpunkt zu fahren. Das ist eine spannende Geschichte. Und nun, ihr Lieben, bin ich schon wieder im Mittelpunkt Deutschlands und diesmal auf dem Flensberg. Und ich zeige euch mal, wie das denn hier aussieht. Und zwar ist hier ein Naturschutzgebiet, ja, okay. So eine Steinmauer ist da, so ein Schutzdach. Und dann haben die hier also extra vorne ein großes Schildchen gestellt. Mittelpunkt Deutschland, da haben die hier noch eine Mauer gebaut. Man kann hier so längs laufen und da ist dann so ein Sitz nochmal davon. Ich werde gleich mal bis
zum Ende weitergehen. Und dann steht hier nochmal wieder Mittelpunkt Deutschland, Burg Gleichenstein und Hülfensberg, Mittelpunkt von Deutschland. Kann man sich dann aussuchen, wo man es gerne haben möchte. Ich gehe jetzt gleich den Weg da vorne nochmal weiter, muss aber erst nochmal das Motorrad abschließen. Ich bin nochmal den Weg weitergegangen. So mit Stein ist er so markiert worden und dann kommt man hier in so ein Schutzhäuschen rein, kann hier direkt offensichtlich auf das Schloss Gleichen oder Burg Gleichenstein schauen. Also hier ist jetzt gar nichts, was hier auf den Mittelpunkt Deutschlands hinweist. Ich stehe mal auf. Oh, also gemütlich ist das hier schon. Also schon so ein mystischer Ort, finde ich, muss ich sagen. Und wenn man dann hier mal so ein bisschen dreht, ich drehe mal so ein bisschen, damit ihr das so sehen könnt, dann schaut man hier quasi aus diesem Häuschen, da ist alles offen, dann da so raus und guckt direkt dort hinten auf so zwei Hügelchen und das muss wohl die Burg Gleichenstein sein. Ah, da vorne, da ist die Burg Gleichenstein, das ist die Burg da vorne. Und da hinten sind noch so zwei Hügel. Wundervollen, mit Stein besetzten Weg wieder zurück an dem Mittelpunkt Deutschlands vorbei mit diesem Schild. Man kann darüber streiten, was ist nun der Mittelpunkt in Niederdorla oder hier am Flinsberg. Hier hat sich jemand ganz viel Mühe gegeben. Ich steige jetzt hier wieder auf das Motorrad auf und fahre dann weiter durch diese wunderbare Landschaft. Und ich kam da noch am Deutschen Bratwurstmuseum vorbei, das aber eher so eine Animationsgeschichte ist. Ich habe mir aber dann aber noch eine wirkliche, echte Thüringer Bratwurst geholt in Thüringen. Und mit diesem Bild möchte ich mich dann herzlich von euch verabschieden. Sag herzlichen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video.